Weiter waren sie, die Kassel Huskies, vor dem Playoff-Finale um die deutsche Eishockeymeisterschaft. Das hat sich geändert. Die Schlittenhunde boten bei der 4:5-Niederlage im ersten Spiel in Mannheim eine starke Vorstellung. 5:4 für Kassel, auch das war durchaus möglich. Das muss einfach Selbstvertrauen gegeben haben für die zweite Partie heute Abend in eigener Halle. Kassel Huskies gegen ADR Mannheim. Von wegen bellende Hunde beißen nicht. Die Huskies in Weiß hielten von Beginn an dagegen. Alex Wendel vergab die erste Chance zur Führung. Kassel aber weiter selbstbewusst und konzentriert. Mannheim zum Ärger von Coach Nethery auch im zweiten Finalspiel nicht die überlegene Mannschaft. Die meisten Aktionen der Adler endeten so, es fehlte das nötige Glück im Abschluss. Szenen wie diese gab es nur selten, aber die Schiedsrichter nahmen es heute ganz genau. 18 Strafminuten waren schon nach dem ersten Drittel verteilt. Das 0:0 bis dahin gerecht, aber 4 Sekunden vor der Pause Mannheim im Glück. Und Tomlinson mit dem ersten Treffer für Mannheim. Bousson hatte den Puck noch abgefälscht, die Adler in Führung. Die 6000 Fans hofften jetzt auf den schnellen Ausgleich, aber weit gefehlt. In der 25. Minute traf Paul Beraldo 0:2. Torwart Pavel Chagas sah hier nicht gut aus. Mannheim gab sich damit aber noch lange nicht zufrieden, denn die Schwächen in der Huskies-Verteidigung nun mehr als offensichtlich. Rob Simeter, der Schütze zum 0:3. Chagas konnte schon beim ersten Schuss nicht klären, dann der Pfosten und drin war er. Kassels Coach Brunner fassungslos. Und ebenfalls noch im zweiten Durchgang fiel das 0:4. Ein echtes Billardtor von Pavel Groß. Die Huskies etwa ohne Zähne? Weit gefehlt. Kassel kämpfte unermüdlich weiter, zeigte Charakter. Der Lohn das 1:4 durch Miller. Und Bruce Eakin verkürzte sogar noch auf 2:4. Minuten vor Schluss aber machte Kalt alles klar. 5:2 der Endstand aus Sicht von Mannheim. Zweiter Sieg im zweiten Spiel für die Adler, aber Huskies sind ja bekanntlich zähe Hunde.